Herzlich willkommen zurück zu GTA 3. Ich möchte meine Tour für die versteckten Päckchen noch ein bisschen fortsetzen. Und eins lässt mir nämlich auch mitunter keine Ruhe, nämlich dieses eine Päckchen, was ich hier hinten schon mal sammeln wollte. Wo waren das jetzt nochmal? Ich glaube nämlich hier, dass ich das nicht finde. Das ärgert mich nämlich ein bisschen. Das müsste nämlich wirklich hier sein. Ich muss über die diese Einfahrt hier rein. Genau. Dann haben wir hier eine Holzrampe. Da muss eigentlich muss hier eins sein. Oder haben wir das schon? Das glaube ich nämlich nicht. Oder doch? Aber hier müsste eigentlich ein Päckchen sein. Das gibt's doch nicht. Es muss, ohne Witz, hier muss ein Päckchen sein. Habe ich das wirklich schon gehabt? Ich weiß es leider nicht. Das lässt mir keine Ruhe. Egal, dann kümmere ich mich ums nächste. Tauchen manche Päckchen auch erst später auf? Kann das sein? Weiß gar nicht, wie das da abläuft. So, was wollte ich jetzt als nächstes abholen? Ja, genau. Ich möchte jetzt mal zum Super Safe Markt gehen. Den Markt, den ihr alle kennt, da wo wir auch die Rallye gestartet haben. Zu dem möchte ich jetzt mal eben. Wie komme ich denn da zum günstigsten hin? Ja, ja, genau. Ich müsste. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schön. Ich muss einfach nur hier runter. Dann sind wir nämlich schon da. Der ist nämlich hier, genau. So, und ich muss hier auch aufs Dach. Auch auf diesem Dach haben wir ein Päckchen. Oh ne, sag mir nicht. Da haben wir es. Seht ihr es? Da. Oh, sag mir nicht, dass ich da auch wieder von den Gleisen springen muss. Das sieht mir schon wieder sehr stark nach Gleisen aus. Oh, scheiße. Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt hier nicht, auch nichts finden werde hier unten. Aber es gibt noch was anderes, was mir jetzt gerade wichtig wäre. Denn hier ist ja auch noch irgendein Tunnel. Und in den möchte ich auch ganz dringend reinfahren. Müsste ich aber auch erst noch gescheit finden. Ist er direkt hinter dem Markt? Ah, ist es der hier? Ist das der Tunnel? Ja, das ist der Tunnel. In diesem Tunnel ist nämlich noch... Oh, hier sind Menschen. Warum bewahren die hier... Warum bewachen die hier das Päckchen? Wow. Die haben ja einen Molotow in der Hand. Was zum Teufel? Warum haben denn die einen Molotow in der Hand? Soll ich die umlegen? Ich schnapp mir das Päckchen und renn weg. Hä? Mir passiert ja gar nichts. Hä, ganz ehrlich, gebt mir die Molotows. Die interessiert das überhaupt nicht. Dann kann ich euch ja hier in Seelenruhe umfahren. Was zum Teufel ist denn mit denen los? Okay, das halt immerhin hier schön. Jetzt habe ich ein Päckchen. Und drei Molotows. Der eine ist irgendwie schon verschwunden. Egal, drei Molotows. Hallo? Und mir ist nichts passiert. Okay. Das ist ja schon fast strange. So, das bringt mir aber... Wo komme ich denn hier raus? Hier raus. Teufel. Das bringt mir aber gar nichts, weil ich ja noch das Päckchen auf dem Supermarkt haben wollte. Wenn ich da jetzt wieder über die... Wenn ich da natürlich erstmal wieder über die Gleise laufen muss, dann ist das eine nervige Geschichte. Aber ich werde es machen. Boah, das geht mir hier zu langsam. So, die Frage ist, wo ist hier der nächste Weg, wo ich hoch kann? Oder kann ich hier direkt irgendwie auf die Gleise... Ah, direkt hier! Okay, das ist praktisch. Das ist sogar sehr praktisch. Dann ist das nicht weiter wild.
Dann muss ich jetzt nur noch hier auf das Gebäude drauf springen, ne? Ah, genau, mal den Zug abwarten und dann reden wir weiter. Jawohl. Jetzt bin ich auf dem Super Safe Markt drauf und das Päckchen war da hinten in der Ecke. Perfekt. Das ist Päckchen Nummer 27. Jawohl. Es geht richtig vorwärts. So, dann wollen wir mal schauen. Idaho. Ne, den müsste ich nicht sammeln, ne? Genau. So, dann möchte ich jetzt auf dem Weg zu Tony. Schauen wir mal, ob wir noch drei Päckchen zusammenkriegen. Ich glaube fast nicht. Aber das macht nichts. Immerhin schon mal wieder zwei gekriegt. So. Tony ist hier und das nächste Päckchen, was mir noch in den Sinn kommen würde, wäre. Warte mal, kann ich hier durch? Ja. Hier. Ich soll. Das ist das, was wir schon haben. Nee, passt mal auf. Das hier sieht nämlich witzig aus. Bin gerade drauf gesprungen. Ich bin gerade drauf gesprungen. Ja, Weltklasse. Okay, komm, jetzt haben wir 28 Päckchen. Jetzt hat. Wow, 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 da ist eine Waffe. Okay, da war eine Waffe. Da war gerade eine Waffe für mich. Sorry. Kann ich nicht ahnen, aber ist gar nicht so schlecht, weil. Haben wir das Päckchen von hier schon genommen? Glaub nicht, ne? Ne, da, da seht ihr es. Ich sehe es sofort. Ahaha. So, und was machen wir da? Komm. Schieß die Scheiße auf und hol dir Päckchen Nummer 29 und oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Banshee, meine Viper. Mein Lieblingsauto. Es gibt's auch schon in der ersten Stadt. Normalerweise nur in der zweiten. Beziehungsweise ab der zweiten. Aber wenn man hier ins Autohaus geht, dann findet man den schon vorher. Oh, ist das geil. Dieser blau-weiße Banshee. Ich liebe diesen Wagen. Ich liebe diesen Wagen. Sehr nice. Der wird jetzt erst einmal zu mir nach Hause in die Garage gefahren. Und mir ist aufgefallen, dass ich ewig, ewig lang nicht mehr gespeichert habe. Krass. Das sollte ich vielleicht auch ganz dringend mal machen. Ich würde mir, glaube ich, die Kugel geben, wenn meine ganzen Päckchen und meine ganzen Import-Export-Teile nicht gespeichert worden wären. Boah, das ist eine gute Idee. Das sollte ich vielleicht ein bisschen öfter machen. Weil ich habe gar keinen Bock, diese ganzen Geschichten nochmal einzusammeln. So, schnell speichern, dann bin ich erstmal safe. Puh, okay, jetzt kann mir das Spiel von mir aus auch abstürzen. Das wäre mir jetzt wurscht. So, ich hole mir eine neue Karre. Das Ding bleibt da erstmal. Ja, und dann nehme ich mir keinen Laster. Ich wollte gerade sagen, dann nehme ich mir lieber einen Laster. Halt! So, dann nehme ich mir lieber einen Laster. Als dass ich hier meinen. Oh. Als dass ich mir hier meinen Wagen sofort wieder kaputt fahre. So, und wir fahren jetzt zu Tony. Und der wird uns eine ganz besondere Mission geben. Nämlich eine, die sehr ausschlaggebend für dieses Spiel ist. Aus dem Weg, bitte. Muss zu Tony. Den lässt man nicht warten. Erstmal schön drei Menschen zerquetscht. Wunderbar. Ist die Pistole eigentlich immer da hier? Nicht, ne? Mal abgesehen davon, dass man gerade nichts gesehen hat, aber ne, ich glaube, die ist nicht immer da. Die ist nur da. Zu Missionszwecken. So, wir sind endlich bei Tony. Dann wollen wir doch mal schauen, was das für eine Mission ist. Das Treffen bei Salvatore. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Ja, so sieht's nämlich aus. Nämlich mit der Limousine, Joey und Luigi. Beziehungsweise Joey
geht's erst einmal ab zum obersten Boss, zum Don. Zu Don Salvatore. Und ja, das ist natürlich krass, ne? Wir dürfen endlich, ich weiß nicht, im 12. Part, dürfen wir endlich Don Salvatore kennenlernen. Und das ist definitiv eine sehr, sehr wichtige Sache. Und mit der Limo vorfahren dürfte sowieso ein absolutes Highlight für uns werden. Deswegen parken wir mal hier schnell und holen uns die Limo. Richtig schöne schwarze Limo. So, Joey hat sie auch schon fertig gemacht. Natürlich ist er auch mein sein Sohn. Und er macht den Wagen erst einmal kaputt. Weltklasse. So, wir fahren hier schön mit der Stretch. Geile Kiste. So, jetzt holen wir mal ab. Ganz ruhig hier. So, der Wagen lässt sich endgeil fahren. So, müssen wir doch erst zu Luigi, ne? Ja. Alle müssen nämlich dabei sein. Joey, Luigi, ja, weil das ist natürlich jetzt eine große Besprechung. Denn genau, diese Bastarde, die Triaden, wissen nicht, wie es hier abgeht. Und deswegen müssen wir jetzt erst einmal mit dem Boss sprechen, ein ernstes Wörtchen reden, wie wir in Zukunft gegen diese Triaden vorgehen werden. Ja, I'm fine, thanks. So, und jetzt geht's direkt noch weiter zu Joey. Und dann haben wir die ganze Bande beisammen. Ja, ja, die ganze Mafia-Bande. Und dann gehen wir zum Mafia-Boss, Mann. Zum Mafia-Boss, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch mal richtig, richtig nice. Und da kommt auch schon Tony. Ach du Scheiße! Die Triaden. Yo! Jetzt rasten sie aus. Ach du Scheiße, jetzt wollen sie uns an die Wäsche. Ich würde sagen, wir fahren mal ganz schnell zum Don. Hui! Holy shit! Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Schneller. Oh, ne, ne, ne. Das ist nicht euer Ernst. Verpisst euch! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, oh Leute, ich glaube, wir drehen mal nochmal eine Ehrenrunde. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Jetzt überfallen natürlich auch noch meine Mafia, Leute. Das macht's nicht besser. Egal, ich glaube, ich habe den Wagen jetzt so zur Seite gefahren, dass ich da durch kann, oder? Ja, okay. Wir kommen da durch. Der Typ ist auch tot. Wenn er uns jetzt nicht kaputt schießt, dann sieht das ganz gut aus. Das war knapp. Das war ziemlich knapp. Und jetzt geht's zum Don. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Und da haben wir unser erstes Gespräch mit Don Salvatore. Und damit kriegen wir nicht nur $15.000 auf die Hand, sondern dürfen jetzt auch noch jederzeit zu Don Salvatore gehen. Das ist auch unser einziger Ansprechpartner, den wir im Moment haben, weil wenn der Chef sagt, jetzt quatscht der Junge mal nur mit mir, dann ist das so. So, bevor wir das allerdings machen, weiß ich, dass wir hier noch ein Päckchen haben. Wir vermissen hier noch ein Päckchen. Das habe ich beim letzten Mal nämlich nicht gefunden und möchte das diesmal nachholen.
Oh, das war knapp. Und möchte dabei natürlich nicht drauf gehen. Und ich muss jetzt erstmal herausfinden, wo das denn ist. So, hier war es ja nicht. Wundert mich, dass wir das bei der Petrad Rally nicht gesehen haben. Irgendwo muss es doch sein. Ist es echt irgendwo da unten oder so? An irgendeiner Felswand. Ich würde gerne hier nochmal runter, aber ich habe das Gefühl, das bringt mir nichts. Ich mach's aber. Weil ich ansonsten auch nicht weiterkomme. Das bringt mir irgendwie alles nichts. Ich muss erstmal diesen Bogen suchen. War es vielleicht hier? Hier waren wir doch auch schon, ne? Das war auch nicht der Torbogen. Was heißt Torbogen? Das ist so ein Bogen. Ach, da hinten war's! So weit sind wir gar nicht gelaufen beim letzten Mal. Die Granaten wurden im Versteck abgeliefert. Ja, schau mal, wir haben die Granaten im Versteck, bevor wir sie in Armonation kaufen können. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Egal, das war unser 30. Päckchen. Und jetzt überlege ich gerade, was ist denn das einzige Päckchen, was wir jetzt noch nicht haben? Das eine ist in der U-Bahn, das können wir noch nicht holen. Das andere ist auf einer Insel, das können wir auch nicht holen. Welches fehlt mir denn dann noch? Ich glaube, mir fehlt dieses Päckchen, was nicht angezeigt wurde bei diesem einen Eckhof mit der Rampe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da eins eigentlich ist, mir aber gerade nicht angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das bedingt ist durch eine Mission, die erstmal aktiviert werden muss oder so. Kann ich euch leider überhaupt nicht sagen. Vielleicht ist es auch ein Bug. Ich werde ab und an einfach mal wieder hinfahren und gucken, ob es da ist. Weil eigentlich müsste es irgendwo da unten in der Ecke sein. Aber gut, wir werden es früher oder später schon rausfinden. Ich meine, wir haben jetzt 30 Päckchen. Es gibt 31, das können wir jetzt auch einfach verkraften, wenn wir es nicht sammeln. Mehr können wir aus der Stadt im Moment eh nicht rausholen. Ne? Da unten hier, wo wir gerade vorbeifahren, da unten an der U-Bahn ist eins. Oh, warte mal. Coach, muss ich den nicht abgeben? Ist der Coach nicht zum Abgeben? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, der Coach wäre zum Abgeben gewesen. Wartet, ich habe mir hier einen schlauen Zettel zurechtgelegt. Wo habe ich ihn denn? Hier. Ja, der Coach muss hin. Das heißt, machen wir jetzt hier noch in dieser Folge. Wir geben den Coach noch hinten beim Import-Export ab, weil wenn er schon mal an mir vorbeifährt, dann möchte ich da die Chance auch nutzen. Schau mal, wir können mit dem Bus so schon die Autos durch die Gegend schieben. Das ist dem Bus nämlich vollkommen scheißegal. So, und ich werde mich jetzt dann direkt noch nach dem Bus nach Hause begeben, speichern. Das ist nämlich ganz wichtig. Jetzt haben wir nämlich Salvatore. Wir haben 30 Päckchen und wir haben vor allem noch einen Wagen mehr im Import-Export. Das ist auf jeden Fall mal eine Sicherung wert. So, ich glaube, ich werde da hinten auch noch meine Panzer für sichere Weste auffüllen. So, erstmal schön viele Leute überfahren. Und schreien. Ich steige ganz gemütlich aus, als hätte ich nie was gemacht. Ganz cool mit der Hand in der Hosentasche. Und der Coach wird gestrichen. Wunderbar. So, jetzt hole ich mir da hinten noch meine kugelsichere Weste. Währenddessen dürfte der Stern dann auch langsam mal verschwinden. Aber von hier aus, da ist Salvatores Anwesen. Da, das ist dieser Bogen, den ich gemeint habe. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sind kurz davor, $350.000 zu haben. Und ja, in der nächsten Folge ist es soweit. Wir werden die erste Mission von Don Salvatore annehmen. Das dürfte für euch auch sehr spannend werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von GTA 3 wieder. Haut rein.